Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der FIFA 20 Karriere. Jawohl, für mich wirklich seit langer Zeit ist es mal wieder soweit. Und ich freue mich, heute sind so ein paar Folgen geplant. Wenn wir auf den Kalender schauen, sehen wir natürlich schon mal Folgendes. Wir spielen jetzt gegen Frankfurt, gegen Leipzig und dann ist Länderspielpause und dann kommt Hannover. Aber genau in diesem Zeitraum, am 14. oder 15., ich hoffe mal eher am 15., um ehrlich zu sein. Das ist ja sonst ein bisschen blöd, aber hey, wir können rotieren. Wir haben gute Spieler, gute Ersatzspieler. Heißt es Champions League? Heute werden wir auch erfahren, gegen wen wir in der Champions League spielen. Ein Spiel spielen. Ich habe ja gesagt, ich versuche zwischendurch vielleicht mal doch Spiele zu spielen. Mal gucken. Demzufolge also drei Spiele, wenn man es so sehen will. Halt Frankfurt, Leipzig, Hannover machen wir heute. Und eins der drei spiele ich, Frankfurt aber nicht. So, denn ich spiele gegen jemanden, das sage ich jetzt schon, gegen den ich bislang noch nicht gespielt habe in der Karriere. Das heißt, Leipzig wird es auch nicht sein. So viel soll gesagt sein. Nun gut, dann würde ich sagen, wollen wir mal gucken, ob wir gegen den, welchen Platz hat Frankfurt von Bayern gewonnen, gegen den Tabellen 7. bestehen werden. Wird auf jeden Fall spannend. So, dann würde ich sagen, geht es rein in die Simulation. Wir haben eine gute Elf, von daher, ich sehe es positiv. Defensivleistung war jetzt nicht so stark. Vielleicht nochmal so Taktik gucken. Es ist aber ein Sieg. Rajica, Haaland und Eggestein haben getroffen. Sens wurde noch für die eingewechselt. Von daher, ich bin da vollkommen, wirklich vollkommen zufrieden. Und wir haben Abschlussbericht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie da der Stand war. 15 Millionen. Habe ich noch geplant, Spieler zu holen? Ich glaube jetzt mal nicht. ZDM. Ist der gut? Also, der ist auf meiner Liste. Okay. Dann haben wir Kustidio. Warte, war jetzt der andere besser oder ist der hier besser? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Dann Agirai. Rechtsverteidiger von an. Ja. Ach ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe Spieler beobachtet. Wie gesagt, ist ein bisschen her, deswegen verzeiht es mir bitte. Ich sehe auch schon unten was, aber das lehnen wir ab. Ist halt sehr, sehr traurig, dass die deutsche Nationalmannschaft uns nicht mal irgendwie das Vertrauen gibt. Stimmt, ich wollte noch einen Sechser ausleihen. War das nicht so? 16 mit Stärke 58. Da gibt es in dem Alter schon auf jeden Fall stärkere. Der ist echt nicht schlecht. Also den kann man sich schon mal so vormerken. Für die Lukwoki. Ich glaube, der war auch. Ja, ja. Aber eigentlich sind wir doch zufrieden. Oder wollte ich unbedingt noch ein Sechser? Ich weiß es schon. Gar nicht mehr, muss ich zugeben. Will ich sonst mal hier kurz drauf schauen. Teamzentrale. Torwart, Linksverteidiger, Verteidiger, Rechtsverteidiger. Ja, okay, wir haben so gesehen halt zwei Sechser. Sprich, einen dritten wollte ich es noch richtig weiß, aber dann halt per Laie, das weiß ich nicht. Ronaldo ist ja hier auf meiner Liste und halt Messi aus dem Grund, da es ja diesen Trick gibt, gewisse Spieler, hier wie heißt gewisse Spieler, ja, komm schon Daniel, jetzt kommt er endlich drauf, gewisse Spieler, drauf. Ach ja, genau. Wenn Spieler die Karriere beenden, sind sie nicht mehr im Spiel. Genau, sowas. Und dann kann man so gesehen deren neue Engine scouten und finden. So, dann gehen wir mal mit der Zeit vor. Erstmal nur einen Tag, denn es bedeutet Training und gleichzeitig Leihangebot für Sands. Tut mir leid. Wir brauchen einen zweiten Sechser und Sands hat sich auch schon enorm gesteigert ist auf einer 76, was echt stark ist. Der hat ja auch ein gutes Potenzial. So. Kein Upgrade, lediglich Attribute-Updates, aber
Mehr auch nicht. Das ist halt ein bisschen traurig. Wir sind tatsächlich aktuell noch Erster, aber Dortmund hat noch nicht gespielt. Rashica 2 Tore bislang. Lässt sich auf jeden Fall sehen. So, dann gehen wir mal mit der Zeit vor. Wir haben einen Schlussbericht. Und genau jetzt an dem Tag, wo wir sind, Martinelli. Ja, wow, okay. Stimmt. Nee, alles gut. Ich wollte gerade sagen, links brauchen wir noch jemanden. Nee, alles gut. Da haben wir jemanden ausgeliehen. So, jetzt ist Mittwoch vorbei. Ja, das steht schon. Geänderter Spieltagtermin. Noch der Donnerstag. Es wird gestoppt. Ein Tag vor dem Leipzig-Spiel. Schauen wir jetzt mal darauf, welche Spieltage geändert wurden. Das heißt, Hoffenheim spielt Europa League, glaube ich. Und Wolfsburg, glaube ich, auch. Und dann würde ich sagen, nein. So. Wir gehen jetzt erstmal hier rauf und schauen uns jetzt erst die Europa League an. Ich glaube ja, ich glaube, Eindhoven wollte ich ja die Daumen drücken. Ich glaube nicht, dass die es geschafft haben. So, schauen wir mal drauf. Leverkusen, Beşiktaş, Slavia Prag und Malmö. Chelsea, Marseille, AEK Athen und Rapid Wien. Marseille geht ja in Realität echt gut ab. Also, die könnten Vizemeister werden. Manchester United, Medipol, Başakşehir, Sparta Prag und Young Boys Bern. Ich denke, das ist eine einfache Aufgabe für ManU. Betis Sevilla, Galatasaray, Almansion. Sehr ausgeglichene Gruppe mit den ersten dreien. Frankfurt, Bologna, Basel, Brøndby. Ich würde mal behaupten, eine einfache Aufgabe für Frankfurt. Valencia, Porto, Utrecht, Ostende. AS Rom, Club Brügge, Kopenhagen, Panathinaikos. Ja, Eindhoven, Gladbach, Rangers und Lech Poznan. Lazio, Guimarães, Trabzonspor, Midland. In Realität wird Lazio nächste Saison womöglich dann ja Champions League spielen. J, Nizza, Braga, Sundalk. K, Sevilla, Genk, Celtic. Was ist das denn? FCSB. Dieses andere. Nee, ich wollte gerade sagen, dieses andere Prag. Keine Ahnung, was das jetzt ist, da bin ich blöd. Und Everton, Lille, Gent und Sturm Graz. So, meine Lieben, und jetzt drücke ich einmal LT und wir sehen unsere Champions League Gruppe. Ja, moin! Junge, wie viel Pech kann man haben? Wir sind Meister geworden. Wir sind zwar in Lostopf 2, aber Manchester City, Benfica. Warum mein Benfica? Warum mein Benfica? Und Spartak Moskau. Hey, ist das nicht schon wieder mit Spartak Moskau? Waren wir nicht auch in der ersten Saison, in der zweiten Saison mit Spartak Moskau in einer Gruppe? Ey, leck mich doch. Gucken wir mal hier die Gruppen durch. Real Dortmund, Lokomotiv Anderlecht, Barça, Piemonte, Ajax, Schadjor. Schadjor diesmal nicht mit Manchester City in einer Gruppe. Mensch, Mensch, Mensch. Liverpool, Lyon, Leipzig, Dynamo Zagreb. Ja, moin. Und Lyon und Leipzig auch wieder in einer Gruppe. Bayern, Inter, Villarreal, Kiew. Unsere Gruppe. PSG, Neapel, Salzburg, Fenerbahce. Ich wollte gerade sagen, in jedem Wappen ist was Blaues. Nee, leider nicht. Tottenham, Milan, Sporting, CSKA. Ah nee, mit CSKA, glaube ich, waren wir in einer Gruppe letztes Jahr. Und Atletico, Arsenal, Monaco und Olympiakos. Witzig. Wäre an letzter Stelle, keine Ahnung, Aberdeen oder so, wäre es witzig gewesen, weil dann wäre immer was mit A. Atletico, Arsenal, AS Monaco und Aberdeen oder so. Aber, wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Oh Gott, sage ich dann nur zu. Also es ist keine einfache Gruppenphase. Können wir ja gleich trotzdem nochmal so dahingehend auf den Kalender gucken. Wir haben eine Nachricht. Ich habe Brasilien abgegrast. Nationalteam Arnold, Laurent, Dembélé, Eggestein, De Ligt, Lucek, Haaland und Sands. Okay. So. Jetzt heißt es gegen Leipzig, da simulieren wir, gegen Hannover spielen wir. Und ich denke mal, das erste Spiel ist gegen Benfica. Ich habe es sogar so geahnt. Okay, bedeutet, wir werden gegen Hannover spielen. Da werde ich mit einer B11 spielen. Das bedeutet jetzt noch so gesehen mit der A11 hier gegen Leipzig. Ich würde mal behaupten, das ist die A11. Oder ja, Sands ist unglücklich, dass er jetzt noch nicht gespielt hat. Aber leider kann ich ihn jetzt nicht gegen so einen starken Gegner spielen lassen. Ich würde jetzt mal Saliba spielen lassen. Der soll jetzt mal hier. Ansonsten würde ich David von Beginn an einsetzen für
Haaland. Und ansonsten nehme ich sonst jetzt noch mal eben Weber für Dietrich mit. Und Höver für Windal. Und dann speichere ich eben. Und dann sehen wir uns gleich in der Simulation wieder. So, dann würde ich sagen, heißt es jetzt simulieren, stimulieren. Und ist Nachmittagsspiel. Und wir gewinnen 2 zu 0. Da steht die 0. Ist auch schön. Dembélé und David mit den Treffern. Das freut mich doch sehr. Und ich sehe, Kondogbia hat für Gladbach getroffen. Das heißt, der spielt da. Hannover hat sogar gewonnen. Das ist ja sehr interessant. Bedeutet, wir spielen gegen, also eine Mannschaft, die jetzt auch gewonnen hat an diesem Spieltag. Durch das 2-0, ich weiß jetzt nicht, sind wir dadurch jetzt vor Dortmund selbst gewinnen? Das weiß ich nicht. So, Leihangebot für Sens, Tottenham. Nein. Einfach nein. Sens, du wirst auch bald eingesetzt. Es tut mir leid, wenn ich dich nicht eingesetzt habe. Das waren aber auch zwei harte Gegner. Okay, gegen Frankfurt hätten wir ihn theoretisch einsetzen können. Windal, nice. Geht auf die 74. Fabio Silva steigert sich auch. Womöglich, wenn wir auch mit Silva spielen, vielleicht sogar das erste Mal gleich mit Pinson. Wie gesagt, ich möchte ja so ein bisschen rotieren. Alcacer schon 5 Tore. Ja, moin, Digga. Warum steht Haaland da nicht drin, ne? Wir müssen mit Haaland ein bisschen öfter treffen. Haaland muss echt hier öfter bei uns treffen. Also das ist wie das Amen in der Kirche. Das muss einfach sein. So, kommt eine Nachricht. Ja, ich habe schon irgendwie damit. Ich habe Dänemark abgegrast. Schauen wir doch mal drauf. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich die jetzt noch hinschicken soll. Dann gucken wir doch mal drauf. Witzel, Delaney, Akanji, Hazard, yo. Und Gomez und Ikone hat Dortmund sich nur geholt. Christie und Semedo. Letica, Caceres, Kubek. Alexander Arnold und Pavon. Lopez geholt. Nastasic, Samata und Lofaso. Dost, Jovejic. Willian Denzwill, nur geholt. Hannover, Hanko, Duro, Kakase, Gano und Soto verkauft. Hertha hat sich Yokuzlu geholt. Köln, Correa. Leverkusen, Zuma und Chilinski und den mir bei abgegeben. Zwei Spieler mit Z. Gladbach, Ribeiro, Dumbia, Zakaria, Bensebaini, Ginter, Leiner. Haben sehr viel dadurch auch eingenommen. Osimhen, Taylor, Romero, Orban, Konaté, Haidara. Motiba, Itta, Kwang, Changhong, Angulo, Soto, Konsa, Matondo, Nastasic, Ginter, Haidara, Bicacic, Posch, Skoff, Delaney. Oh, die haben sich Delaney geholt. Sehr interessant. Der wandert von Bundesliga-Club zu Bundesliga. Von Bremen, der wechselt von Bremen nach Dortmund, von Dortmund nach Wolfsburg. Und Joao-Victor Brooks, William Schlager abgegeben. Ja, bei uns ist eine Menge passiert. Aber wir hatten ja auch das Geld, muss man zugeben. Von daher, ihr wisst ja auch die Transfers. Deli Smalling, Nikate, Jidong Wong und es geht wieder von vorne los. So, deswegen können wir mit der Zeit vorspulen. Svilar wechselt von Benfica zu, ich glaube, das ist Portimés oder irgendwie so ähnlich heißt der Club. Gladbach will Windal ausleihen. Das lehnen wir herzlich ab. Ich bin sehr zufrieden, Kader, wie gesagt, Team für die Zukunft, gerade im Mittelfeld finde ich. Haben wir da sehr, sehr gute Spieler? Wir haben da Spieler für die Zukunft. Finde ich stark mit dem Sands, finde ich, haben wir da einen starken mit Tonali, aber auch jemanden für die Zukunft. Und sowieso die ganzen Mittelfeldspieler. Oh, natürlich, oh, so ein Angebot ist natürlich sehr schmackhaft. Das ist sehr, sehr schmackhaft. Passt auf, lass mich mal wirklich kurz überlegen. Weil. Es ist nicht gerade einfach, ihn, glaube ich, abzugeben. Es ist keine leichte Entscheidung. Weil wenn ich ihn verkaufe, brauche ich, wenn, also alles gut, dann bräuchte ich natürlich Folger. Ich würde sagen, wir machen doch nur in diesem paar zwei Spiele, weil ich jetzt gerade so am Struggeln bin. Ich gehe mal so bis 24. Müsste aber schon so 22 sein. So, und wir brauchen halt junge, gute Mittelfeldspieler. Was ich hierbei leider nicht vergessen darf, dass, gesehen dieses FIFA, das klingt vielleicht, aber das ist ja nicht up to date mit dem FIFA, was ja jetzt so gesehen mit den Updates rauskam. Bedeutet, die
Hier, wie heißt die? Das Potenzial ist jetzt schon verschieden. So, und das ist halt etwas, was ich nicht vergessen darf. So. Sprich, ich brauche halt wirklich einen Jungspieler oder junge Spieler fürs Mittelfeld und ich kenne da halt keinen. Müsste ich jetzt überlegen, ja, okay, Aouar wäre halt geil. Aouar wäre halt. Ich muss gleich mal nach dem Alter gucken, wie alt Eggestein ist und wie alt Aouar. Das interessiert mich gerade, weil Aouar, ey. Wenn ich jetzt wirklich noch in diesen Stunden Eggestein verkaufen sollte für eine hohe Summe. Ja, Renato Sanchez, der hat leider nicht so das Potenzial. Dann würde ich mir safe Aouar holen. Weil das ist mit einer meiner Lieblingsspieler in FIFA. Ich liebe diesen Kerl. So, lass mal Cousin. Ich weiß nicht, sein Potenzial ist so das Ding. Ich glaube aber nicht, dass das so hoch ist. McKinney Meier hat ein hohes Potenzial. Das Ding ist 6 Tage halt noch. Das ist halt. Jetzt habe ich ihn beobachtet, ja, egal. Der war halt noch interessant, wenn dann dieser Meier das gesehen, Deutschen für einen Deutschen holt. Ja, wenn man so nach Holland guckt, oder holländische Spieler eher, ja, da wäre natürlich ein Frankie de Jong. Würden wir schaffen, Stein teuer zu verkaufen. Ha, Barella. Den versteht ihr nicht, diesen Insider, den versteht nur Oliver und ich. Wenn ich es wirklich schaffen sollte, ihn teuer zu verkaufen, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, dann würde ich es versuchen bei Frankie de Jong, weil ich diesen Kerl liebe und ich mit diesem Kerl abgehe bei FIFA 19. Also bei FIFA 19 bin ich mit dem so abgegangen, ich habe den mir auch für meine Bremen-Karriere geholt. Herr Gedson Fernandes ist toll und ich ihn aber, ich glaube, nicht für reicht. David Tavares erst recht nicht. Ja, und wenn wir jetzt hier halt nach Spanien gehen, ja, Carles Alenya ist halt stark, aber na, also der muss ja eigentlich mit bei sein, weil der ist ja jung. Ah, hier, der hat bei Sporting gespielt. Ruben Neves haben die. Ist natürlich sehr, sehr nice. Ich würde mir halt eher Frankie de Jong holen. Okay, Leute. Obwohl, mich würde da kurz was interessieren. Oh Mann, ich habe mein Handy jetzt nicht hier. Weil, warte, lass mich mal ganz kurz was gucken. Aua, 30 mit 85. Frankie de Jong, 24 mit 89. Wer von denen hat aber trotzdem das höhere Potenzial? Ich muss mal eben ganz kurz, wartet mal eben, ich mache hier dann einfach einen Cut. Okay, Leute, ich bin jetzt hier, passt auf. Aua. Wow, erstmal was vollkommen anderes eingeben. Aua, FIFA 20. So, gucken wir jetzt mal. Was für ein Potenzial hat er jetzt gerade? Er hat ein Potenzial von 89. Die hat sich also schon gesteigert von 81 auf 85 und kann halt noch 4 Punkte weiter hoch. So. Frankie de Jong. So, jetzt ist so die Frage. Frankie de Jong, FIFA 20. Weil ich glaube, der kann nicht mehr so weit nach oben gehen eigentlich. Okay, da habe ich mich geirrt. Der kann bis auf 92 hoch. Okay. Damit habe ich mich entschieden. Er ist stärker. Er ist ein Holländer. Ich liebe Holländer. Wir machen das holländische Bremen. Bedeutet 108 bis 162. Das wird kritisch, weil wir haben 15. Sprich, wir müssen, wenn es jetzt uns gelingt, Eggestein echt teuer verkaufen. So, da sind wir jetzt auch in Verhandlungen mit Neapel. Das ist nicht Gattuso, der aktuelle Trainer ja von Neapel. Der Vorstand hat gesagt 116. Passt auf, ich beginne jetzt mal mit 120. Und wenn sie gleich ablehnen, dann bleibt Eggestein. So. Ich kann auch nicht so runtergehen, denn das Ding ist, wenn wir den Ersatz wollen,
Halt eben Frankie de Jong. Okay, 1 Million gehe ich runter. 119. Ne. Okay, ich glaube nicht, dass dieser Transfer zustande kommt. Ich werde jetzt noch auf 115,8 gehen. Weniger nicht. Okay. Bedeutet, ist sowieso jetzt nicht passiert, dass Eggestein verkauft wird. Aber früher oder später könnte man darüber nachdenken. Warum nicht? Bin ich ganz ehrlich drüber. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Alternativen und eindeutig ist unser Favorit Frankie de Jong. Wenn ihr andere noch habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Weil wie gesagt, leider ist das jetzt ja nicht so dieses aktuelle FIFA. Das heißt, das Potenzial ist hier leider ein bisschen anders als wie das aktuell, wenn man eine Karriere startet. Das ist halt so das Traurige daran, sag ich mal. So, haben wir noch 2 Stunden auf der Uhr. Kommen wir noch eine Nachricht. Ja. Angebot für Saliba. 15,1. Nein. Einfach nein. Ganz einfach. Einfach nein. Einfach nein heißt es so. So, dann trinke ich eben was. Die letzte Stunde läuft hier jetzt. Gucken wir mal eben hier drauf. Rechtsverteidiger sieht doch gut aus. Der hat sich jetzt auch schon gut gesteigert. Aber mit 16,53 und hat ein Potenzial halt eigentlich von 94. Da muss mehr kommen. Der hier sieht echt geil aus. Den kann man irgendwann hochholen. Eher als ZDM. Obwohl er halt schon 18 ist. Aber den müssen wir sonst einfach mal trainieren. Courbet. Mal noch ein Rechtsverteidiger. Dass wir dann auf jeden Fall so in dem Sinne ein bisschen aussortieren. Weil nicht, dass wir so sagen, wir haben 3 Rechtsverteidiger und wir haben ja gute Rechtsverteidiger. So ist es jetzt ja nicht. Hallo, wir haben Trent Alexander-Arnold. Jetzt mal ganz im Ernst. So. Da brauchen wir Alternativen halt nur hinten. Aber natürlich denke ich auch so darüber nach, so einen Windall und Höver zu verkaufen. Interesse an Aua. Wir hatten... Lol. Wisst ihr, weil es nicht geklappt hat mit Eggestein, wollen sie jetzt für mickrige 53 Millionen Aua. Lyon, wenn ihr schlau seid, macht ihr das nicht. Da könnt ihr viel, viel mehr für bekommen. So, ablehnen. Und hier auch ablehnen. Keine guten gefunden. Vielleicht ja hier. So, ablehnen. Ne, ablehnen. Es muss ja alles passen. Wert und Potenzial. Man muss ja wirklich hier immer auf alles achten. Da habe ich mittlerweile in dem Sinne dazu gelernt. So wie zum Beispiel hier. Das geht ja irgendwie. Den lassen wir aber dann erstmal noch drin. 17, nee, also dann würde ich den hier ablehnen. Ablehnen und ablehnen. Und dann haben wir hier noch Kai Gasch. Beste Gasch. Wir trainieren aber nicht diesen ZDM. Den müssen wir unbedingt trainieren. Achso. Egal. Hier, du Fressne. Den müssten wir dann unbedingt auch trainieren. Wenn wir sagen, den wollen wir irgendwann eher so als Sechser dann hochholen. Dass der sich dann mal hier ein bisschen steigert. Pinson ist jetzt schon auf einer 69. Also ich habe so das Gefühl, den können wir irgendwann fest verpflichten. Alcacer und Carrasco gehen ab. Aber Rashid Monat, den Spieler des Monat Award von August. Das freut mich wirklich sehr. Ja, hier haben wir jetzt den Abschluss. Oh, Jugendspieler will weg. Du Fressne. Ah, gerade wo wir ihn jetzt trainieren. Genau jetzt will er weg. Ja, Arne Meyer, I know. Oh lol, die Folge geht jetzt schon ja echt viel zu lange. Ich weiß nicht, was der für ein Potenzial hat. Wie gesagt, der ist ja einfach noch auf unserer Liste, ist ja alles in Ordnung. Halbfinale erreicht? Was ist das denn da oben jetzt gerade? Ich wollte jetzt halt nur bis zum Spiel vor, deswegen. Du Fressne. Oh ja. Ja, jetzt ist die Frage, holen wir Du Fressne hoch? Ich würde sagen, ja, wir holen jetzt Du Fressne erstmal hoch. Und gucken, was dann noch theoretisch mit ihm möglich ist. Ins Profiteam übernehmen. Und dann sagen, meine Lieben, was ist das mit dieser Folge? Nächste Folge,
Dann wirklich, würde ich sagen, drei Begegnungen. Und zwar haben wir da Hannover, Benfica und Hertha. Wir werden, und das sage ich dann jetzt auch schon safe, wir werden zwei von drei spielen, nämlich Hannover und Benfica. Danach haben wir dann Hoffenheim, Man City und Leverkusen. Da werde ich gegen Man City spielen. Und danach haben wir die Begegnung Schalke, Spartak und Gladbach. Und da werde ich gegen Schalke oder Gladbach spielen. Da ist mir das Spiel uninteressant in dem Sinne und das werden wir dann simulieren. Von daher, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und mir nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.